Seitdem es Computerspiele gibt, begeistert Game-Fans auch die dazugehörige Musik. Von The Great Gianna Sisters bis Super Mario. Viele Spieleklassiker aus C64- und Gameboy-Zeiten haben sich nicht nur auf der Netzhaut, sondern auch ins Gehör der Zocker für alle Zeiten eingebrannt. Und diese Songs mit ihrem charakteristischen 8-Bit-Klang werden nicht nur von Nostalgikern auf YouTube nachgehört, sondern sie stehen sogar Pate für ein eigenes Musikgenre. Chiptune, eine Musikrichtung, deren Geräusche nicht von Instrumenten, sondern von den Original-Soundchips aus den Anfangszeiten der Homecomputer erzeugt werden. Hannes Vertala ist Chiptuner. Unter seinem Künstlernamen IRQ7 tritt er seit 2006 auf. Sein Lieblingsinstrument? Ein umgebauter Gameboy. Trotz oder gerade wegen aller technischen Beschränkungen. Das Besondere an der Chiptune-Musik ist für mich eigentlich, dass man mit einer limitierten Hardware seine Songs bauen muss. Man muss halt wirklich mit dem, was man hat, quasi zurande kommen und da alle Tricks ausschöpfen, die man so zur Verfügung hat und kreativ sein, um dann halt ja trotzdem gute Sounds zu machen. Chiptune ist auch ein Gegenentwurf zur Mainstream-Musik, die häufig auf teuren Geräten mit komplexer Software entsteht. Ganz anders bei Hannes Vertala, der seine Liebe zur Gameboy-Musik durch den Gameboy Music Club entdeckte. Der Gameboy in seiner Einfachheit ist für ihn der ideale Synthesizer, mit dem jeder Musik machen lernen kann. Deshalb veranstaltet Vertala auch regelmäßig Workshops, damit dieses Wissen nicht verloren geht. Aber nicht nur Nerds wie Vertale sind den Gaming-Sounds verfallen. Auch Anhänger klassischer Musik outen sich gelegentlich als Zocker. Benjamin Nuss zum Beispiel. Er ist klassischer Pianist und tritt mit Musikstücken aus Computerspielen sogar in der Philharmonie auf. Ich finde, dass bei so einem Spiel ist die Seele quasi die Musik. Das kann man vergleichen mit einem Film. Da ist es auch so, Star Wars wäre nix ohne den genialen Soundtrack. In der Videospielmusik ist es ganz klar, worum es geht. Es ist ganz klar, das ist dieser Charakter, das ist diese Situation und so weiter. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Besonders angetan haben es Nuss die Werke von Nobuo Uematsu, dem Komponisten der Musik der Final Fantasy-Reihe. Und die 15 seit 1987 erschienenen Final Fantasy-Teile sind auch für die Evolution der Games-Musik interessant, ist der Grammy-prämierte Computerspielmusikdirigent Arnie Roth überzeugt. Denn hier zeigt sich, wie sich aus den fiepsigen 8-Bit-Sounds der 80er Klangwelten entwickelt haben, die durchaus mit Hollywood-Blockbustern mithalten können. And it was an astounding difference. Es war ein erstaunlicher Unterschied von sehr einfachen Sounds, die von einem Computerchip kamen, zu ganzen Orchestern, Rockbands, alles, was man sich auf dem Gebiet der Tonaufnahme vorstellen kann. Und für Roth sind Computerspielkonzerte eben keine Spielerei, sondern eine Möglichkeit, sich ein dringend benötigtes neues Publikum zu erschließen. Das Publikum von symphonischen Orchestern stirbt aus. Die Musik von Final Fantasy und Videospielmusik generell ist ein Weg, um ein junges Publikum in die Konzertsäle zu bringen und ihnen klassische Musik nahezubringen. Und dieser Plan geht auf. Spielemusikkonzerte sind Publikumsmagneten, oft schon lange im Voraus ausverkauft. Da stört es wenig, wenn einige Klassikpuristen über ihre neuen Kollegen spotten und ihre Musik als Kunstform nicht anerkennen. Und vor allem, Chiptuner wie Vertala brauchen ohnehin keine Philharmonie, um ihre Musik einem Live-Publikum vorzuspielen. Dem Gameboy Music Club reicht notfalls auch eine Tram als Location. Jedenfalls, solange die Batterie hält.